Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Letztes Mal haben wir unsere Raummusiken geholt. Let's make tracks. Heute setzen wir unsere Reise fort. Aber nicht, indem wir zur Basis gehen, sondern wir müssen hier eigentlich rasten, weil ich habe vergessen, dass man unbedingt zelten muss vorher, bevor man die Mission beginnen kann. Und habe jetzt quasi eine Mahlzeit verschwendet, die ich letztes Mal schon zu mir genommen habe. Macht nichts. Wir nehmen die gleiche Mahlzeit einfach nochmal ein. Und geben dem Chocobo wieder Gießerkraut, davon haben wir eh genug. Und dann geht's schon los. Und zwar wollen wir unser Auto zurückholen. Und das ist in dieser schwer befestigten Basis versteckt. Und wir wollen natürlich auf den Schutz der Nacht warten, um dort einzusteigen. Und so mit wenig Aufsehen wie möglich. Da irgendwie das zu erledigen. The Regalia. The last thing we want is to engage an entire garrison. Avoid detection at all costs. In and out before it gets light, then. Indeed. Even if it means leaving the task unfinished, we withdraw before we overstay our welcome. So, und wir haben quasi die ganze Nacht Zeit, um uns den Wagen zurückzuholen. Und wir sollten zumindest am Anfang so zurückhaltend wie möglich sein. Together on my signal. Until then, hold position. Das Tolle ist an dem Ganzen. Two. One. Genau. Hier kann man mit Warp-Angriffen quasi diese Wachen mit einem Angriff ausschalten. Und wenn man das immer schafft, dass man nicht gefunden wird, bekommt man in so Abschnitten immer Fertigkeitspunkte. Wenn man allerdings entdeckt wird, dann muss man gegen Gegner kämpfen, ohne dass man dann Fertigkeitspunkte bekommt. Man bekommt zwar die Erfahrungspunkte, aber die Fertigkeitspunkte sind meistens mehr wert. Deswegen ist es besser, hier unentdeckt zu bleiben. Das heißt, er dreht sich um. Wir wissen ihn an. Warpangriff. Zweiter Warpangriff. Weg. Und. You're in fine form. Keep it up. 10 Erfahrungspunkte bekommen und das ist ganz okay. Und da geht's schon rein in die Basis. Stop. What? Searchlights. We're clear. Tread warily. Alright. Es ist in der Basis auch einiges an Gegenständen versteckt. Oh oh. Aber. Oh. Aber die holen wir uns erst, wenn wir die Basis gesäubert haben. Oder zumindest das Story-Event in der Basis abgeschlossen haben. Coole Mechs übrigens. Wenn sie nicht zu schwach werden. Don't want to mess with one of those. We shouldn't have to, if we keep to the shadows. Right. Genau, das Problem ist, die ganzen, also relativ viele von den Gegenständen kann man sich nicht holen, wenn man nicht einen extremen Umweg geht. Beziehungsweise. One hit, one kill. Beziehungsweise, wenn man die Basis dann nachher nochmal infiltriert. So, das ist der nächste. Und drüben ist noch einer. Sehr gut, wieder 10 Fertigkeitspunkte. Und das ist ganz gut. Das ist irgendwie ganz merkwürdig hier, weil zuerst kann man sich hier gar nicht aufhalten. Jetzt kann man einfach durch den Scheinwerfer laufen, ohne dass etwas passiert. Zusätzlich, nicht vergessen, einige Gegenstände können wir hier aufsammeln, sowie diesen Reflexverstärker. Diese Verstärker, die wir jetzt vermehrt aufsammeln werden, sind quasi temporäre Verstärkungen eines bestimmten Attributs. Bei Reflex ist es, glaube ich, Verteidigung oder so. Also Vitalität oder so. Ich weiß gar nicht. Es gibt auf jeden Fall für jedes Attribut einen Verstärker. This what's powering the base? A Magitek generator of some description. It would explain why the troopers in the vicinity are uncommonly strong. I say we wreck it. Spare us the sneaking around.
The risk is too great. Finding the regalia comes first. Not a sound. You'll alert the anime. Got it. Da muss man jetzt aufpassen, bis sich der umdreht. Man darf, glaube ich, vorher nicht ihn angreifen. Oder wir können... Ah. Ah, es geht so auch. Richtig. Ich schaffe es nämlich nicht immer, hier unentdeckt zu bleiben. Was nicht so einfach ist nämlich. Noch einer. Da ist einer. Und einer fehlt noch. Wo ist er? Ah, noch einer. So, das war's. Wieder Fertigkeitspunkte abgestaubt. Not bad. Might still be hope for you. Magieverstärker, auch ganz gut. Es gibt hier noch. Was gibt's hier noch? Den habe ich aufgesammelt. Theoretisch, ich weiß es leider nicht genau. Wir können schauen, ob wir hinten. Es dauert leider zu lange, ich will das jetzt nicht. Wir gehen sowieso nochmal in die Basis rein nachher. Um Sachen zu holen, die wir jetzt nicht geholt haben. Wir haben nämlich. Da hinten gibt es quasi eine Abzweigung, wo wir relativ viele einige Gegenstände finden könnten. Ja, und da vorne ist schon unser Auto, cool. Gleich mal hin, oder? There's the old girl. She's a real sight for sore eyes. And none the worse for her time in Imperial hands. Und jetzt rausfahren? What have we here? Okay, wir fahren mal nicht raus. Gedacht ist es eigentlich so, da oben ist ein Geschützturm, mit dem könnte man auf den Mech schießen. Dauert aber wie gesagt dann. Also das ist ein. Wir sind schon zu stark dafür. Was ich vielleicht machen will, ist. Ich will mir einen. Ah, habe ich hier. Genau. Welcher ist das? Der hier. Das ist okay. Also 142 Stärke ist, glaube ich, genug. Also. Schauen wir mal. Werden wir ihn kurz mal identifizieren und schauen, was er so kann. Also bei dem ist es wieder so, der hat zwei Waffendinger auf den Armen. Also eins auf der rechten Schulter, glaube ich, und eins am linken Arm. Wenn man die mit einem Warp-Angriff zertrümmert, dann ist nicht gegen irgendwas besonders anfällig. Werden wir gleich mal. Ich werde mir noch. Hier statt der Motorklinge den. Die Hartschnelle reingeben. Und wenn wir so machen. Das ist eins seiner Angriffsdinger. Und dann fällt auch gleich hin. Das heißt. Das bringt mir natürlich insofern etwas. Oh, sehr gut. Moment, schauen wir mal. Jawohl! Das lobe ich mir. Allerdings war es das noch nicht. Jetzt kann man nämlich noch weitere Gegner. Die kann man natürlich auch mit den. Die kann man natürlich auch mit den. Mit den Geschützen machen, allerdings. Grund. Wir haben die Hardkinge. Ja. So kann ich die Waffe recht wechseln. Ah, okay. Ja. Das ist jetzt das, man könnte diese Tanks da rechts neben Gladio im Bild. Sieht man so ein rotes Ölfass. Das könnte man zur Explosion bringen mit Feuer oder mit den Geschützen. Und dann wäre es ziemlich einfach, die umzubringen. Aber das, wie gesagt, ist nicht unbedingt notwendig. Oh, so viele voneinander. Schauen wir mal, vielleicht geht es sich gleich aus. Ja. Machen wir auf den hier. Jawohl! Die sind anfällig gegen Speere. Scharfschütze ist auch noch da. Und wir haben wieder einen Flakon frei.
Oh, der ist so weit weg, den sehe ich gar nicht. Jawoll! Sehr stylisch, der Rückwärtssalto. Knocked. Focus your efforts on the generator. There's a chance doing so will weaken the MTs. No more stealth. Our cover's blown. Go to town. Yes, sir. Ich werde noch kurz fertig ausrüsten hier, und zwar da werde ich die Motorklinge hingeben. Wir werden es nicht brauchen, aber. Und ich glaube, theoretisch könnte man hier drüber warpen über dieses Tor, aber sollte man, glaube ich, nicht. Weil vielleicht ist es auch in einer anderen Basis. Weil dann ist man natürlich alleine auf der anderen Seite und die anderen können nicht drüber. Viel einfacher ist es hier gleich mal einen Punkt abzumachen. So, schauen wir mal. Da ist der Mech wieder. Der will uns auch an den Kragen. Sieht ein Miles Mech. Wo ist der zweite? Ah, da hinten ist noch einer. Ich will eigentlich den hier. Ja, da bin ich. Hin. Ja. So. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Hält eh nicht zu viel aus. Hey, wo kommt. Achso, das war noch vom. Das war noch vom Mech, der schon tot ist eigentlich. No use hanging around here. Indeed. So, hier geht's weiter, ganz normal. Ich wollte kurz schauen, ob ich hier das. Nein, nehme ich nichts mit. Ja, wir nehmen jetzt da drüben wieder was mit. Ja, hier. Da ist noch was drinnen, was wir gleich aufsammeln können. Okay, und dann geht's weiter zu diesem riesengroßen Generator. Noch ein Mech, der ist etwas stärker als die anderen. Das heißt, wir werden da ein bisschen mal zuerst die Soldaten loswerden. This thing is serious business. A handful indeed. Wir können auch den Generator hier killen und dann, glaube ich, gibt der Mech sowieso auf. Natürlich wäre der Kampf viel einfacher, wenn man einfach einen Zauber verwenden würde, aber wir wollen es ja etwas spannend machen zumindest. Okay, jetzt zum Mech. Immer noch nicht, da ist noch ein Fechter hier. Ich will unbedingt Bekanntschaft mit meinem Speer machen. Oh, jetzt da. Und der Mech, wir müssen nochmal überhaupt analysieren, den Miles Mech. Ah, Money Plus, also vorher waren es Miles Mechs, das ist der Money Plus Mech. Die sind nicht wirklich viel unterschiedlich, der hat nur mehr Health-Punkte, glaube ich. Ja, da ist noch ein Fechter, den kann ich noch nicht anvisieren. Das heißt, wir machen hier mal einen Angriff so. Ja, wenn, und hier bekommen wir das erste Tutorial, wie diese Astralbeschwörungen funktionieren. Und zwar ist das so. Jeder von den Beschwörungen, also jeder von den Göttern, hat einen Trigger, also einen Auslöser. Der Auslöser funktioniert so,
dass in dem Fall bei Ramo ist es so, wenn Noctis sich im kritischen Zustand befindet, baut sich so intern oder im Hintergrund so eine Leiste auf. Und wenn die voll ist, dann kann man Ramo beschwören. Das heißt, da gibt es auch ein bisschen Zufall, das heißt, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer, aber Voraussetzung ist, dass Noctis im kritischen Zustand ist. In dem Kampf ist das nicht so, weil das quasi das Tutorial ist. Bei anderen Göttern ist das anders. Bei Titan, glaube ich, muss... einer von den drei anderen im kritischen Zustand sein oder so. Ich muss nachschauen. Also ich werde das nächstes Mal auf jeden Fall erwähnen, was das für... Also was Titan für Voraussetzungen hat. Zusätzlich, Ramu kann quasi überall auftauchen. Titan kann allerdings nur an bestimmten Stellen auftauchen. Zum Beispiel in der Nähe vom Krater, in Duskai. Oder fast überall in Leide, wo es ziemlich flach ist und sehr erdmäßig. Aber eben nicht überall. Autsch. Oh. Ja, ist schon gut. So, jetzt werden wir mal eine Sternenhöhle machen. Schaut nicht nur cool aus, sondern ist auch cool. Da ist ein Fechter noch. Ich kann beide, den Scharfschützen und den Fechter nicht anvisieren. Wahnsinn. Und mit L2 könnte man jetzt die Ramo beschwören. Jawohl. Hey, was soll das? Ich hab dich doch erwischt. Schauen wir mal. Es geht, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Also obwohl es mir anzeigt jetzt, geht's nicht. Das ist merkwürdig. Okay. Machen wir mal so weiter. No quarter. So, das sind wir so schon mal. Vielleicht krieg ich's noch hin. Vielleicht muss ich auch halten. Ah ja. Man muss halten. Sieht dann so aus. Der verwandelt quasi die ganze Umgebung in so ein Funkenmeer. That was hardcore. And it did the trick. The place is dead. Rest in pieces. Come on, let's grab the regalia and split. Jetzt bleibt nichts anderes zu tun als zur Regalia zurück. Während wir das machen, werden wir gleich mal ein paar Gegenstände aufsammeln. This part is inadvertent though it was. We dealt the Empire a crushing blow today. The Marshal will be pleased to hear of this. Damit wir das nachher nicht mehr machen müssen. Pretty sweet, busting up that base. Bust a base. I like the sound of that for this sort of thing. There's a base, we go in and bust it up. Bust a base. Whatever, I'm calling it that. You don't have to. BB. I won't. Seems a bit flippant. Why not go for something a little more epic? Because I thought of it first. So that's the name. Bust a base. Get used to it. Easier said than done. Okay, also er will es unbedingt Basisbrecher nennen. Na dann. Okay, wir müssen aus diesem Zaungewirr hier wieder raus. Also wir müssen nicht wirklich raus, aber wir müssen zumindest zum Auto zurück. Es ist eh markiert und es gibt eh nur einen Weg dorthin und wir können das auch gar nicht verlaufen. Ich werde noch Gegenstände holen, die wir dann später nicht mehr holen müssen. Aber ich vergesse jetzt, da drüben liegen noch zwei nämlich und dann können wir zum Auto zurück. Genau, also das mit den... Mit den Aufrufungszaubern hier in dem Spiel funktioniert komplett anders als in anderen Final Fantasy. Also man hat keine, ist eher so wie in Crisis Core, man hat keine direkte Kontrolle darüber, sondern nur eine sehr indirekte Kontrolle darüber, wann diese Aufrufungszauber kommen und auch welche genau kommen. Also das ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie in Crisis Core. Also, und wie schon in Crisis Core erwähnt, ich bin nicht unbedingt Fan von diesem System. Also, weiß nicht. Dass wir schnell unterwegs hier sein da. So, wollte ich noch hin? Da drüben natürlich. Ah, da kann ich jetzt nicht drüber. Kann ich denn da rüber? Achso, das geht gar nicht von hier. Okay, das war's dann auch schon. Dann
Dann gehen wir nur mal durch die Halle und dann sind wir schon fast da. Ich habe leider auch keine Königswaffen beschworen jetzt. Das ist auch der Grund, warum ich in die Königswaffen zwar jetzt einen Teil investiert habe, aber es war vielleicht nicht unbedingt notwendig, weil wenn man überlevelt ist, braucht man die Königswaffen nicht so oft. Speziell bei den Bossgegnern nicht. Und auch wenn man weiß, wie man die Bossgegner besiegt. Da ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, Fertigkeitspunkte in die reinzustecken. Aber geht einfach schneller so. Da ist noch ein Gegenstand. Aber ich habe es trotzdem mal gemacht, damit wir dann später auf jeden Fall besser damit zurechtkommen und einfacher damit zurechtkommen. So, auf zum Auto. Guys? Oh. Long has it been, Noctis. Ravis. You receive the storm's blessing, and yet you know nothing of the consequences. Watch it. Be still. All of you. Not good. Heir to a crown befitting no other. Witness his splendor and glory. All hail the chosen king. Awful high and mighty for an imperial rat, serving the enemy to hunt down Luna. I do not serve. I command. The king's sworn shield. You better believe it. A weak shield protects naught. Gladio! Hey! Wanna go? Let's do it! Should the Chosen fall, that too is fate. I'd say that's far enough. A hand, Highness. Not from you. Oh, but I'm here to help. And how is that? By taking the army away. You expect us to believe that? When next we meet, it'll be across the seas. Just so happens, we have business of our own with the tutelary deity, don't we? Fare thee well, your majesty. And safe travels. You guys know that guy? Ravis Nox Fleuret, first son of Tenebrae, and elder brother to Lady Luna Freyo. Also auch wieder eine von den Zwischensequenzen, die meiner Meinung nach nicht extrem viel Sinn machen. The Imperial blockades of Diskaian roadways have been removed. The Imperial Army has also demolished all related facilities erected around the region. The provisional government of Insomnia anticipates increased traffic congestion along most local highways and encourages all citizens to refrain from any unnecessary travel for the. So kurz mal Chocobo holen. So help me figure this out. That was Luna's brother? The High Commander himself. Wartime makes for quick promotions. Even a son of Tenebrae can rise to the top. But why would he want to lead their army? Who cares? Certainly formidable enough on his own. Yeah. Davis wants power. I'll give him a taste. Und das, was die gerade beredet haben, ist das, was ich an der Zwischensequenz auch schlecht finde. Oh, thanks, buddy. Das Problem an Ravis ist, also er ist Bruder von Luna und er wurde natürlich auch dann, soll man sagen, in diesem Angriff von Niflheim auf Tenebrae ist er natürlich auch Leidtragender gewesen. Und er hat sich dann hochgearbeitet in der imperialen Armee und ist jetzt General geworden dort, weil der vorige General hat nämlich ein unzeitliches Ende. In Kingsgave, also im Film. Ich will eigentlich hier den. Die kann man austauschen. Gegen. Nehmen wir das hier. Viererkette, Zweierkette. Ja, nehmen wir das hier.
Dann werden wir es so mal herzaubern. Ja! Und tschüss. Immer noch wer da? Nein. Okay, das war schon. Also er hat sich da hochgearbeitet und leitet jetzt quasi die Armee des Königreichs oder des Imperiums, das quasi sein eigenes Königreich überfallen hat. Macht nicht wirklich viel Sinn, wenn ihr mich fragt. Aber nehmen wir das mal so hin. Wo wollte ich hin? Ah genau, auf den Turm rauf. Und zusätzlich, was macht er hier? Wir haben gerade die Garnison überfallen und quasi seine Leute da dezimiert. Aber wie kommt er daher? Was macht er hier? Und überhaupt und außerdem, macht überhaupt keinen Sinn. Alle sind weg, nur er bleibt über. Wie auch immer. Wichtig ist vor allem, wo kommt Ardin her? Was macht er hier? Und warum? Und warum pfeift er... warum pfeift er Ravers zurück? Was wollten die eigentlich alle mit Ramo anfangen? Das sind alles so Fragen. Sie werden beim nächsten Mal, wenn wir einer Gottheit zu tun haben, werden die wieder auftauchen. Ist klar. Ich glaube nicht, dass es irgendwo ordentlich erklärt wird, was die eigentlich mit den Gottheiten wollten. Also, ganz sicher bin ich mir nicht, leider. Aber habe ich jetzt was vergessen? Die habe ich alle aufgesammelt. Okay. Das heißt, ich muss eigentlich darüber. Es wird leider nicht genau erklärt, was das Imperium vorhatte mit den ganzen Gottheiten. Finde ich nicht so toll. Hätte ich schon gerne eine Erklärung gehabt, weil immerhin sind sie der Stolperstein, über den wir immer drüber fallen. Jedes Mal, wenn wir es mit einer Gottheit zu tun haben. Ist da was drin? Ich glaube nicht, oder? Nein. Und das fand ich damals auch wirklich schlecht gelöst. Ah, da sind Gegner, aber die lassen wir mal. Ich will nämlich eigentlich hierher. Das sind zwei Mechs drinnen. Da werden wir hier mal ein Herz zaubern. Wupp. Und das war nicht genug, um den zu killen, aber das haben wir gleich. Jetzt ist es genug. Ah, sehr gut. And on we go. Yep. Autsch. Das reicht's aber. Okay. Das fand ich damals extrem schlecht erklärt. Und immer noch. Es macht teilweise keinen Sinn, was da passiert. Oder es macht keinen Sinn, wenn man nur die Informationen hat, die man im Spiel bekommt. Man kann sich, glaube ich, ordentlich einlesen auf Wiki und ich glaube, es gibt einen Prequel-Comic auch. Aber meiner Meinung nach sind das so zentrale Motivationen, die man mindestens erwähnen müsste. Weil in Final Fantasy VI ist es auch so, dass Kefka zwar der Verrückte, in dem Fall nicht der Imperator ist, aber auch der verrückte Kanzler des Imperiums. Und das heißt aber nicht, dass er Sachen einfach so macht, sondern er macht Sachen, die schon Sinn ergeben. So, wir haben alles, glaube ich, abgegrast. Sehr gut, zurück zur Regalia. Und jetzt müssten wir eigentlich wieder zurück nach Lestalum fahren, aber für uns heißt das eigentlich, wir müssen Sidequests machen, oder? Also, nächstes Mal geht's weiter mit Let's Play Final Fantasy XV, machen wir wieder Sidequests, bis wir dann, also zwei Folgen oder so, würde ich gerne Sidequests machen, ein bisschen mit Sania und Dave was machen und vielleicht auch Chocobo-Quests weitermachen, ganz zu schweigen von einigen Jagdaufträgen. Und dann machen wir wieder mit der Story weiter. Allerdings erst nächstes Mal, wenn sie da heißt. Let's Play Final Fantasy XV. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.